Ein zweiter russischer Hilfskonvoi ist in der Ostukraine eingetroffen. Seine ersten Lastwagen kamen in der Separatistenhochburg Luhansk an. Die Kolonne von rund 200 Fahrzeugen hatte in der Nacht bei der russischen Ortschaft Donetsk die Grenze passiert. Zur Ladung gehören nach russischen Angaben Medikamente, Lebensmittel und Stromgeneratoren, alles in allem rund 2000 Tonnen Hilfsgüter. Nach Moskauer Angaben überquerte der Konvoi die Grenze ohne Zustimmung der ukrainischen Behörden. Die humanitäre Lage im Krisengebiet habe kein weiteres Warten zugelassen, hieß es. Der ukrainische Ministerpräsident Arseniy Yatsenyuk forderte die EU auf, im Konflikt mit Russland zu vermitteln. Wir sind nicht stark genug für bilaterale Gespräche mit Russland. Sie werden uns übertrumpfen. Putin will einen weiteren eingefrorenen Konflikt und die Hand in unserem Speck. Zur Unterstützung der Ukraine waren am Freitag weitere Wirtschaftssanktionen der EU gegen Russland in Kraft getreten.